so, liebe Skifreunde. Falls ihr es nicht wisst, das Weisse da, das Schnee. Also es wäre jetzt Winter für 3 Tage. Das hier, das ist der Skilift, der einzige, weit und breit, und zwar der Skilift Bottenwil. Ist vielleicht nicht der allerlängste, aber er ist steil. Und er wird rege benutzt, wie wir gesehen. Es ist Mittwochnachmittag. Pulvergut kann man zwar nicht mehr sagen, es ist schon fast ein bisschen seich warm, aber es läuft, oder? Leider haben wir das Ganze mit dem Schlitten noch bearbeiten. Gott, leider nicht. Jetzt weiß ich nicht, ob ich so rauflaufen und auf dem Arsch runterrutschen soll, wie für das so, wird es nass. Aber ich frage mal die Dame geschwind. Das ist Frau Leuenberger vom Skiclub Bottenwil. Frau Leuenberger, wie lange gibt es den Skilift schon? Wenn ich recht dran bin, glaube ich, Minimum 30 Jahre, ist er jetzt hier im Graben. Jetzt habe ich gesehen, für ihre Weste hinten drauf. Es gibt wirklich einen Skiclub Bottenwil. Ja, das ist der Skiclub Bottenwil, der auch den Lift betreibt. Der ist also in privater Hand, der wird nicht veräussert. Also der Lift ist irgendjemand eingelagert, kaum mehr das geschneit, trifft sich der Skiclub und nachher zack, zack. Also der Oberbock, der ist das ganze Jahr draußen, und der Unterbock mit der Maschine ist im Sommer im Häuschen innen, oder? Das hat ja breite Türen. Und im Herbst, wenn wir hier fertig sind mit Weiden und Viecher draußen haben, dann ziehen wir den Bock raus, das Seil ziehen. Und am Samstag ist das Mehl gekommen. Wir sind am Pisten, oder? Und dann haben wir das Häuschen rausgeputzt und parat gemacht. Und ja. Jetzt haben Sie ein strenges Wochenende gehabt? Ja, es war ein guter Besuch am Sonntag. Und es ist immer noch schwer absehbar. Wer kommt nicht, was braucht es, aber ja. Können Sie das sagen? Sind das eher Einheimische, die da kommen, oder kommt man da von Zofingen, von Alten, von Arbig her? Es ist quer gemischt, es hat schon von Bottenwil, aber es hat von Empfau, es hat von Oftrigen, es hat von Pfaffnau, und heute mit dem Internet, wo jeder ein Smartphone hat, kannst du auf die Homepage schauen, ist offen oder ist nicht offen, oder? Das ist... Wer ist der schnellste bei euch drin? Jetzt wollte ich schauen, materialtechnisch, Atomic, ist sie neu jetzt für den Winter, oder? Nein, also das ist meine Mutter, eine alte. Aha. Hast du die Stöcke vergessen? Nein, ich brauche sie nicht viel. Du hast lieber ohne Stöcke fahren? Ja. Gehst du einfacher am Lift zum Heben, oder? Ja. Und was machst du am liebsten, geradeaus fahren, möglichst schnell, oder Böckli? Lieber ein bisschen Böckli, wenn ich Angst habe. So ein bisschen, aber oben ist steil, gell? Ja. Haben Sie selber auch hier am Hocker gelernt, Ski fahren? Ich fahre nicht Ski. Das ist jetzt aber nicht wahr, oder? Das ist, sie lachen immer. Ich bin eigentlich die den Hintersten und den Letzten zum Fahren bringt am Lift. Aber selber bin ich also völlig talentfrei, wenn es um Skifahren geht. Und Schlitteln? Ja, wäre eine Option, aber meistens bin ich hier am Lift. Und das hat mich ein bisschen enttäuscht. Ich wäre jetzt aber gerne mit einem Schlitten nur und nachher einfach mit dem Schlitten darüber abbrätscht. Also will man das nicht oder wollen das die Leute nicht? Es ist versicherungstechnisch nicht gestattet. Weil die Lift, die mit dem Schlitten dran darfst, die sind nie so gleich wie uns. Und dass du den Schlitten magst, kann, bist du so aber schon, wenn du loslässt und hinter dir nächste. Und wir dürfen es einfach nicht, wirklich aus versicherungstechnischen Gründen nicht. Also wir haben hier eine Kontrolle auch von der Schweizerischen Seilbahngesellschaft. Wir haben vor 4 Jahren ein neues Seil gemacht. Und wir haben hier die Auflagen mit Notstopp, mit Stoppschranken. Also es ist nicht einfach nur nichts. Oder? Man also Bottenwiler liegt ja in der Schweiz. Und in der Schweiz hat man gerne viele Regeln. Oder? Das ist so. Und die sind wir eigentlich auch. Man muss die einhalten. Und meine, wenn solange nichts Schlimmes passiert, ist das schön und recht. Aber wir haben, das ist schon manches Jahr zurück, haben wir eins müssen drin gehen. Also richtig ein Unfall? Nicht ein Unfall in dem Sinne. Es hat, früher hast du an Orten so die Band, die der Jacke, und hat sich der Band am Skiliftbügel eingehängt irgendwie. Und dann hat der Bub fast stranguliert bis ab. Und von da unten her hast du nicht gesehen, macht er jetzt den Löli oder ist es einfach so ein bisschen Judi Hui, oder? Und dort haben wir einfach wirklich Schwein gehabt. Und da fährt er ein. Also nicht auszudenken, wenn da Gröbers passiert wäre. Es war nichts weiteres gewesen, aber man hat ja da auch, ja. Wie ist es jetzt? Müssen Sie da zur Nacht irgendwie mit dem Radtrag hin und her fahren und Pisten präparieren? Oder haben Sie irgendeine Schneekanone? Oder? Ja, dann müssen wir den Graben stauen. Nein, wir fahren einfach auf Naturschnee. Das ist auch unser Motto, immer wenn es genug Schnee hat. Oder? Und wir tun am Anfang Pisten präparieren. Wir haben einen alten Schneetöff und noch relativ breite... Wie sagt man dem? Raupen hat hinten, und mit dem fahren wir halt 100 Mal hoch und runterfahren, und den Rest machen die Skifahrer. Ein Rennen gibt es eigentlich auch? Hätten wir wollen, aber eben, man muss auch wieder schauen,
hat man die Leute, die arbeiten. Und mag es die Piste verleiden, wenn der 100 Jahre fahren, oder? Also was wäre jetzt ideal? Müsste es noch mal ein bisschen schneien oder längt das noch ein paar Tage? Es müsste noch mal schneien und es müsste kalt bleiben, oder? Und der Wetterbericht ist, glaube ich, nicht so, uns nicht so wohlgesinnt. Er hat da etwas von frühlingshaften Temperaturen erzählt. Also. Gut, aber eben, wenn die Saison, wir haben ja da gesehen, es gibt da noch Bier und Kaffee im Stübli und ein paar Wienerli. Also wir könnten eigentlich auch Après-Ski machen, da, oder? Ja, also heute Abend haben wir ein Fondue und ein Nachtski fahren. Alle dort drin, oder? Ja, es sind etwa 18 Nasen, haben Platz und das ist bestellt. Die fahren zuerst eine Stunde Ski und dann haben sie ein Fondue.